Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um die Bremskühlung an meinem M2 Competition. Ich hatte dazu ja bereits einige Videos gemacht und der letzte Stand war eben, dass ich diese kleinen Schäufelchen, nenne ich sie jetzt mal, einsetze, die ich bei Burkhardt gekauft habe. Diese kommen unten an der Vorderachse an diesen unteren Querlenker. Da mache ich euch jetzt mal ein Bild rein, wie das im montierten Zustand aussieht. Wie gesagt, ich habe Videos auf dem Kanal, wo ihr sehen könnt, wie ich die verbaue. Und ich war damit auf dem Trackday, das ist jetzt sozusagen ein kleines bisschen eine Rekapitulation des Ganzen. Ich war also auf verschiedenen Trackdays, hauptsächlich am Hockenheimring mit der Bremskühlung, denn dort habe ich auch die meisten Probleme in der Vergangenheit gehabt. Am ersten Trackday war es so, habe ich mich darauf konzentriert, die Curbs kaum oder eigentlich gar nicht zu befahren, einfach um zu prüfen, funktioniert die Kühlung überhaupt. Ich wollte sie am ersten Trackday noch nicht voll, sag ich mal, ja, belasten. Denn, wie gesagt, das hängt dann doch relativ nah an der Straße. Hockenheim hat den ein oder anderen Curb, der auch so eine kleine Senke hat, zum Beispiel Mercedes Arena oder wenn man daran denkt, wenn man in Richtung Motodrom fährt, das heißt Eingang Motodrom, hat es ja dann auch relativ schnell ein bisschen Kies. Das bedeutet, da war mir das einfach ein bisschen heikel, gleich am ersten Trackday das Auto eben, wie gesagt, komplett über die Curbs zu fahren und war hier noch ein bisschen vorsichtig. Beim ersten Trackday hat das super funktioniert. So ein Trackday, der geht dann immer von morgens bis abends und man fährt immer in unterschiedlichen oder beziehungsweise in abgetrennten Stints und jeder Stint geht 45 Minuten. Das ist einfach so ein bisschen für euch zur Einordnung. Was bedeutet das, wenn ich sage, ich war auf einem Trackday und insgesamt werden circa 5 Stints gefahren an einem Tag. Es hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie viele Rotphasen es gibt, aber für gewöhnlich sind es 5 Stints, a 45 Minuten, bedeutet, da ist dann auf jeden Fall ein bisschen was zusammengekommen in Sachen Belastung. Beim zweiten Trackday habe ich dann eben die Curbs deutlich mehr mitgenommen und habe dann im zweiten Stint tatsächlich auch ein Problem bekommen. Ich habe nämlich eine von diesen Luftsammler-Schaufeln verloren. Und zwar ist mir das passiert, ich blende das jetzt auch mal kurz ein, wo das passiert ist. Das Ganze ist passiert Eingang Motodrom. Da hat es, wenn man sozusagen von außen einfährt, hat es auf der Innenseite einen Curb, der hat so eine kleine Sicke. Und ich bin in diese Sicke reingefahren. Das bedeutet, man ist mit der Fahrerseite in dieser Sicke drin. Interessanterweise habe ich aber nicht die Schaufel verloren, die sozusagen auf der Fahrerseite war, also die eigentlich dann in die Sicke eingetaucht ist. Wäre ja sozusagen erstmal die Vermutung, dass das vielleicht aufgesetzt hat. Das war aber nicht der Fall. Ich habe die Schaufel auf der Beifahrerseite verloren. Und die war ja keineswegs irgendwie gefährdet. Und als ich mir das dann später angeschaut habe, da mache ich euch auch jetzt mal ein Bild rein, ist mir eben aufgefallen, dass die Kabelbinder, die waren noch am Querlenker montiert. Und zwar eben noch, ja, so als eben noch verschlossen. Das heißt also, die waren nicht gebrochen und gar nichts. Bedeutet, ich vermute, da diese Schaufel hier auf der Rückseite, ich mache mal kurz mein 3D-Druckteil weg, ich habe mir da nämlich schon eine Lösung überlegt, auf der Rückseite dieser Schaufel sieht man ja hier diese kleine L-Kante. Und um diese L-Kante herum wird ein Kabelbinder gelegt und in die L-Kante hinein kommt der Querlenker. Auch da, wie gesagt, mache ich euch jetzt nochmal zur Erinnerung ein Bild rein. Und wenn man sich das jetzt hier eben nochmal anschaut, der Kabelbinder wird hier so durchgeführt und umschließt dann hier den Querlenker, den unteren, und so wird das Ganze montiert. Problem ist jetzt natürlich dadurch, dass dieses L-Stück hier oder diese L-Kante offen ist. Das heißt, es gibt nichts, was den Kabelbinder wirklich in Position hält. Vermute ich, dass aufgrund der Vibrationen, die hier natürlich entstehen, durch die Kräfte, die wirken, sich der Kabelbinder wahrscheinlich einfach nach außen gearbeitet hat und dann hier von dieser L-Kante weggerutscht ist. Und das bedeutet, wenn der an einer Seite wegrutscht, fällt die Schaufel natürlich einfach auf den Boden, schlägt auf den Asphalt auf und löst sich dann. Und also ich kann es nicht genau sagen, ich hatte natürlich keine Kamera unten montiert, aber aufgrund dessen, dass eben die Kabelbinder noch im geschlossenen Zustand sich am unteren Querlenker befanden, gehe ich einfach stark davon aus, dass das Szenario so gewesen sein wird. Und mein Lösungsansatz oder meine Lösungsidee ist jetzt, ich habe mir hier mit dem 3D-Drucker, ich denke, man kann das ganz gut sehen,
die Kamera jetzt scharf stellt, jawohl, habe ich mir hier so eine kleine Führungsschiene gebaut. Da blende ich jetzt auch mal am Ende des Videos noch so ein bisschen den Entstehungsprozess ein. Das ist also das Teil, was rauskommt. Wir sehen, wir haben hier so kleine, auch wieder L-Profile. Moment, jetzt ist es wieder unscharf. So, wir haben hier so kleine L-Profile und mit denen kann ich das eben genau einklipsen, hier in den Halterung hin, hier in den Halter auf der Rückseite dieser Luftschaufel und kann dann durch dieses Bracket oder durch diese Halterung kann ich hier meine Kabelbinder durchführen und so ist eben sichergestellt, dass die Kabelbinder nicht mehr verrutschen können, also die können ihre Position nicht mehr verlassen. Zudem werde ich dann jetzt bei der zweiten Montage des Systems nicht mehr diese Plastikkabelbinder verwenden, sondern Metallkabelbinder. Ich habe da, als mir das passiert ist, hier mit der Schaufel einfach direkt mit Burkhardt kommuniziert. Die sind sehr, sehr freundlich und sehr nett. Habe denen das geschildert. Sie selbst haben das Problem jetzt bisher noch von keinem anderen Kunden gehört. Das heißt, ich bin also der Erste, bei dem das passiert ist. Sie haben mir aber tatsächlich auch eben zu diesen Metallkabelbindern geraten, auf die ich jetzt eben umsteigen werde. Und man hat mir für kleines Geld einfach noch eine Ersatzschaufel zur Verfügung gestellt. Das heißt, also das ist wirklich ein super Service gewesen, schnell geantwortet, sehr freundlich gewesen und dann, wie gesagt, auch noch für ein kleines Geld habe ich hier so ein Ersatzteil bekommen. Wie gesagt, mein 3D-Druckteil setzt man dann hier unten ein mit diesen Nasen eben nach oben. Die umschließen dann hier dieses Standard-Bracket. Dann schiebt man das einfach nach hinten, so weit wie es eben geht. Und dadurch hat man hier eben gewährleistet oder sage ich mal so eine Führung geschaffen für die Kabelbinder, sodass die sich selbst bei Vibrationen eben nicht mehr aus ihrer Position bewegen können. Das heißt, man führt jetzt hier die Kabelbinder durch, befestigt es dann wie gewöhnlich eben am unteren Querlenker, hat aber den Vorteil, dass durch dieses Bracket der Kabelbinder einfach hier seitlich nicht mehr rausrutschen kann und so hoffe ich, das Problem eben entsprechend zu umgehen. Die Montage zeige ich euch irgendwann anders. Da ist jetzt momentan sehr, sehr kalt draußen. Da möchte ich mich ungern auf den Boden wälzen und das Ganze montieren. Aber das ist einfach ein kleines Update für euch. Also wie gesagt, das System hat funktional sehr gut funktioniert. Ich hatte überhaupt gar keine Bremstemperaturprobleme mehr. Hatte aber, wie gesagt, jetzt diese Schwäche identifiziert. Wie gesagt, laut Burkhardt war ich der Einzige, dem das bisher passiert ist. Dennoch wollte ich euch die Information einfach zukommen lassen und eben auch den Lösungsansatz von mir, das hier eben entsprechend zu fixieren oder zu führen. Ich hatte auch überlegt, ob ich das nicht vielleicht schweiße, allerdings ist das Aluminium und so toll schweißen kann ich nicht. Zudem ist es ein relativ dünnes Material, also hätte ich hier wirklich sehr filigran arbeiten müssen. Das übersteigt einfach meine Schweißkenntnisse, da bin ich nicht gut genug. Und meine Lösung, wie gesagt, ist dann einfach die mit so einem 3D-Druckteil, das ist schnell gefertigt. Das verhindert, dass die Kabelbinder verrutschen können und sollte das Problem auch beheben. Jetzt am Ende gibt es, wie gesagt, noch einen kleinen Zusammenschnitt zum Entstehungsprozess von diesem Bracket. Ich hoffe, im Video war was Hilfreiches für euch dabei. Gerne auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Euch eine gute Zeit und bis dahin. Ciao!